Herzlich willkommen zur 17. Folge Raft mit dem Maximilian und dem Felix. Moin. 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 Ein bisschen mehr Motivation hier, ey. Wir können jetzt übrigens ein bisschen unter Wasser. Was ist das denn hier? Ist das ein Dodo oder was? Möglich? Was ist, wenn ich den aufs Floß treibe? Hey, komm her, komm her! Komm Oh her! nee. Und gleich sagt er, oh fuck. Dann hat der Dodo den Gegenangriff gestartet. Das Vieh verfolgt mich. So schön. Geh weg. Ich laufe erstmal über die halbe Insel und fälle Bäume. Oh, hier ist eine Höhle. Da ist ja gerade drin, da brauchen wir eine Schaufel für oder für fehlende Pflanzen. Da musst du Holz. Ja, dafür bräuchte ich eine Axt und dafür bräuchte ich auch wieder Pflanzen. Das ist doof gelaufen, würde ich mal sagen. Den Netzen sind auch keine Pflanzen. Was ist das denn hier? Aua! Auf den Stein zu schmeißen. So ein Wildschwein. Kiste aufnehmen. Aha. Ich hab die Kiste, ich hab die Kiste. Schön für dich, schön für dich. Ich hab auch eine Kiste. Aber eigentlich will ich Kiste haben, nicht den Inhalt. Weil die Kisten können wir besser gebrauchen. Bei unserem. Boah, schmeißt doch nicht mehr Stein. Ich will vielleicht zurück. Ich habe gerade einen Stein in der Hand gehabt und wollte ihn werfen. Da fällt neben mir ins Wasser wieder rein. User joined your channel. Ich glaube, wir sind im falschen Oh. Raum. Ja. Channel switched. User was moved to your channel. User was moved to your channel. Okay. Das war knapp. Ach nö, das. Voll geplant. Ich glaube, derjenige, der gerade reingekommen ist, der fühlt sich auch ein bisschen verarscht. Ja. Kann ich mir nicht vorstellen. Der Vogel. Find's ja schön, dass Max sich aus unserem tollen Metallwaren erstmal wieder sich dachte, oh, ich baue mir erstmal wieder einen schönen Metallspeer. Ja, ich warte auch schon seit Ewigkeit auf Metallspeer. Und woran merkt man das? Das ist ein super toller Holzspeer, nämlich in der Kiste rumfliegt.
Und ich verstehe nicht, warum er in der super tollen Erstkiste liegt. Wahrscheinlich, weil ich keinen Platz hatte im Inventar. Weil wir auch nicht 37 andere Kisten haben, wo der eher reinpassen wird. Aua, jetzt reicht's ja mit Steine werfen. Nee, das verdienst du dir aber jetzt auch eigentlich, richtig hart abgeworfen zu werden. Ja, finde ich auch. Wir hatten das ja wirklich nur auf mich abgesehen, ihr habt ihr schon wieder geworfen, aber hat mich nicht getroffen. Okay. Wir müssten mal Glück haben, dass der Wind in die vollkommen andere Richtung geht, ne? Ja, wäre echt geil. Aber so viele kann man nicht. Leider. Erzählst du Max das eigentlich oder muss ich das machen? Was? Dass wir ihn gerade zurücklassen? Ich hab's gerade gesehen. Oh, Max ist noch gar nicht da. Ich dachte, du bist. Wer ist denn sonst hier laufen? Okay. Ja, könnt ihr vielleicht nicht den Anker werfen? Ihr seid schneller als die Stunden dran. Ja und? Ich sehe ihn nicht mal. Ich könnte nicht meinen Anker werfen, weil ich nicht mehr wüsste, von wo er kommen würde. Von hinterm Sedel. Ich sehe das Feuer der Schmelze. Tschüss. Okay, Vollgas. Wir geben schon so viel Gas, wie wir können. Okay. Alter, wir haben keinen Platz mehr in den Scheißkisten. Opa, wir brauchen ein paar Paddel. Wir müssen Gas geben. Aua! Oder wir haben Glück, Max ist vorher tot. Ja, der wird vorher tot sein. Komm, wir stellen uns jetzt hier nur und beobachten uns. Verdammt. Kann es sein? Ach doch, wir haben noch eine Möwe. Wenn man vom Teufel gerade spricht. Wir hatten eine Möwe. Schade. Kann es sein, dass wir keine Möwe mehr haben? Was ist denn, wenn man in der Tar voll ist? Haben wir noch Nägel? Wir hatten noch eine Kiste mit relativ vielen Nägeln. Die müsstest du gerade aber gefunden haben. Ja, ich habe auch noch drei Nägel wieder in die Kiste reingepackt. Du kannst übrigens auch mal den Holzspeer nehmen, Opa, dann hast du was zu verteidigen. Ach, nö, da muss ich ja arbeiten. Ja, weil der Hai gerade wieder anfängt zu beißen. Peter, was ist denn los? Viel zu viel von diesen komischen Palmblättern. Alter, Max hat einen Vogel gekillt. Ich glaube es nicht. Ja, wir haben viel zu viel von Palmblättern. Kannst du ja zu sein umcraften und dann zu angeln oder so. Also den Vogel habe ich gekillt und Max hat nur so getan, als ob es sein Kill war. Ach so, wo willst du noch so eine große Kiste hin haben? Überall, die ganze Plattform hier voll bis ja, oben hin. Ja, die hier vorne. Gut. Ich habe aber noch eine.
Das ist auch sehr interessant. Max sammelt das Essen ein, dann macht es einmal plopp und das Essen ist wieder weg. Okay. Weil Max sich dann gedacht hat, oh, vielleicht sammle ich das Essen einfach keinen Mentalplatz. Okay. Aber wird das schon wieder dunkel? Ja, vielleicht ein bisschen. Interessant, interessant. Was macht ihr da unten? Ich mach ein paar Palmblätter weg. Okay. Und was machst du mit den Palmblättern? Seile herstellen, damit sie nur noch die Hälfte am Platz wegnehmen. Okay. Okay. Ach ja. Katastrophe. Das ist ja nichts Neues. Warum nicht? Weil wir immer hier Katastrophe haben. Ich meine, unser ganzes Boot geht momentan gerade unter. Deswegen, also ich merke nichts, ich habe trockene Füße. Ich weiß, ich sitze aber auf drei Ebenen über mir. Ich sitze, ja. Ich sitze. Und der Heil hat übrigens was weggefressen, aber ja. Wir haben auch Heile. Kann ich nicht, auf keine Materialien. Wo hat der was weggefressen? Hinten unter dir. Da. Ich finde es sehr interessant, dass du erstmal hier so eine riesen Fläche baust, die höher gebaut ist, aber anstatt erstmal hier unsere kleine Kommandozentrale ein bisschen größer zu bauen, nein, er baut irgendwo anders eine Fläche, die nicht erreichbar ist. Weil er kann. Man kann ja auch die Kommandozentrale darüber bauen. Könnte man, ja. Und warum tun sie es dann nicht? Weil es noch nicht erreichbar ist von der Position her. Warum nicht? Weil da keine Leiter dran war, bis gerade eben die Hochgeber war. Warum? Weil du es alles sehr strategisch gut gesetzt hast. Ja, ich weiß. Ich weiß. So, Essen wird dann ab jetzt, egal wie viel Essen wir haben, es wird meine Ware. Warum? Weil die Grills außer Funktion sind und ich kein Holz mehr habe. Dann musst du mal außen rumlaufen und dir mal Holz holen. Habe ich ja gerade, aber alles leer. Hier ist ein Palmenblatt. Ein Holz, zwei Holz. Vielleicht nicht. Palmenblatt.
Und das waren sie auch schon wieder. Wieder macht Max einen auf, ich habe volles Inventar und hau alles auf den Boden. Vor uns ist übrigens die Rieseninsel, falls ich es noch nicht gemerkt habe. Hat da. Und irgendwie hat irgendeine der Antennen weggerissen. Aus Versehen. Und zwar keine Absicht. Jetzt haut er die da irgendwo hin, wo ich sie nicht aufsammeln kann. Nein, die habe ich aus Versehen abgerissen. Wo ist die da? Kaputt. Die gehen kaputt, wenn man sie abreißt? Na, die gehen kaputt, wenn man vielleicht den Boden da unten abreißt. Wie hast du das schon wieder geschafft? Mit der Axt? Stopp, ich muss mal ganz kurz hier weg. Lass mich mal hier durch, lass mich mal durch. Lassen Sie mich mal hier durch. Kapitän! Kapitän! Max! Ich bin nicht Kapitän. Du hockst da oben noch rum. Setz das Segel! Welches Segel? Wo ist denn jetzt endlich mal die Leiter, damit man da hochkommt? Und da? Ja, hier packst du noch nichts drauf. Wie kommt das Essen hin? Brauche ich trotzdem erstmal das Segel hin. Dann brauche ich das Segel wieder drüben hin. Richtig. Kannst du dich mal entscheiden? Herr Kapitän! Herr Kapitän! Ja. Wir brauchen Anker! Anker fällt! Der geht's doch noch nicht! Kapitän. Mach den Anker wieder hoch, geht's doch noch nicht! Wir müssen jetzt weiterfahren! Anker ist oben! Da wird doch Zeit! Der ist durch die Kette geflohen! Hi! Der fällt ja aber auch echt früher auf, ne? Hast schon das halbe Ding weggefressen? Hi! So, Anker bitte! Anker fällt! Alter, da hinten ist noch total tief, ne? Ja. Mal wo es geht. Du kannst echt hier vorne drauf laufen und kannst ja alles abbauen. Wo ist der Hai? Wo ist der Hai? Keine Ahnung, oder halt. Sehen muss. Ah, da ist so, da war wohl einer fleißig an Wasser nehmen und hat nichts weit gesagt. Ey, wo ist da kein Wasser mehr? Ja, weiß ich nicht. Ich war eben dran, wollte was holen, da war noch ein Schlupf da. Toll. Ist ja ausgezoffen, ne? Wahrscheinlich billig. Warum ich? Ich war seit einer Viertelstunde nicht mehr im Wasser. Ja, ist wahrscheinlich da wieder. Oh, die sind Wildschweine. Nee. Töten. Wie heißen die? Hier, Timon und Pumba. Pumba. Warzenschwein. Ja, töten. Ja, mach. Ich habe immer noch keinen Speer. Ah, dann komme ich auch mal an der Insel. Ah, die greifen mich an! Geh weg! Wo sind die denn? Oder wo bist du? Weg! Ach, ja, oh, die sind aber groß! Ich habe eine gute Nachricht.
Wenn wir mit dieser Insel fertig sind, können wir zum nächsten von den Special-Teilen fahren. Das wird jetzt wieder angezeigt. Und es ist diesmal auch erreichbar für uns sogar. Alter, das Viech macht mich tot! War doch zu erwarten. Geh weg! Ne, Maximilian! Alter. Kann vielleicht mal irgendwer kommen, der eine Speer oder sowas hat? Ja. Welche der 37 Ecken bist du denn? Hinten rechts. Okay. Alter. Ja, jetzt nicht mehr, jetzt bin ich ganz hinten. Okay. Lauf lieber andersrum, lauf lieber links um die Insel rum, dann kommst du mir entgegen. Okay. Ja, ich bin vielleicht gleich tot. Du solltest dich eventuell mal ein bisschen beeilen jetzt. Bin auf dem Weg, ich mehr als laufen kann ich auch nicht. Alter. Ach, da bist der. Tot aus wie ich, ja, Gott sei Dank. Muss ich auch ganz schnell von dem Vogel weg. Alter, ja. Bis. Ins Wasser und direkt bis zum Halt tot. Schade. Ja, das wäre jetzt der Klassiker. Das würde Felix wieder passieren. Ja, vermutlich. Hast du noch eine Axt dabei? Ich habe keine Axt mehr, nein. Ich habe aber auch leider gefühlt kein Holz mehr. War scheinbar auf der Insel oben drauf. Davon abgesehen, dass ich bisher noch nicht richtig hochgekommen bin, nein. Aua! Der macht ja voll viel Aua! Ja, und man muss hier hoch. Egal wo wir hochkommen, wir müssen da schnell hoch, bevor mich der Vogel tot macht. Ja, da, ich muss zum. Ich hab noch. Ich bestätige deine Aussage mal nicht. Was? Dass man da hochkommt, so. Seid ihr so oben? Noch nicht wirklich. Also da, wo Max hoch gemeint hat, geht's schon mal nicht hoch. So viel steht fest. Okay. Gut, dann würde ich aber sagen, geht's weiter in der nächsten Folge. Hauen Sie rein, bis zum nächsten Mal. Und tschüss. Tschüss. Ciao, ciao.